gleich andersrum. Nee. Irgendwo müssen wir das doch kreuzen können, oder nicht? Auf jeden Fall in der Nähe, aber nicht ganz. Mist. Oh, jetzt. Da. Ungefähr da. Ich glaube, das reicht auch von der Entfernung. Ja. Hast versucht, eine Icarus-Mission zu starten. Okay. Namens Stöcki. Ist schwierig, oder was? Naja, gut. Das ist halt das Lustige, ne? Viele verwechseln das hier mit Star Trek, wo man halt unendlich viel unendlich viel Sprit hat und die ganze Zeit geben kann. Das ist hier halt schon ein bisschen realistischer. Ohne Überlicht und so. Geschwindigkeit. Warp. Also Warp gibt's, aber nur für uns. Nicht für die kleinen Körbels. Lila Dreieck, ja, ich glaube, das reicht erstmal ungefähr. Warte mal. Ich sehe jetzt gerade, wir haben sowieso nur noch 47 Sekunden. Acht. Wenn ich die Bahn-Inclination noch aus... Wie meinst du? Ja, ist in Ordnung. Achso. Da wobbelt aber was. So, landen wir diesmal wieder im Mond. 67, 46. Diesmal zum Glück nicht. Okay. Ja, und jetzt habe ich hier noch für wie viel? 22,5. Okay, so ganz richtig hat er das offensichtlich nicht berechnet. Aber jetzt müssen wir erstmal in seinen Orbit hier wieder rein. Das heißt, Target. Was? Intersect. Wenn wir hier sind, wenn wir hier sind, ist er gerade da. Das ist auf jeden Fall am nächsten hier. Descending Node, Add Maneuver. So. Guck mal, da mit der Route würden wir ihm hier fast begegnen. Fast. Okay. Das heißt, Warp to Next Maneuver, das sind 6 Sekunden. Wir kommen sowieso nicht mehr zurück. Ach, warum? Warum ist das so gemein? Ich glaube, ich muss eine andere Rakete bauen. Die vorgefertigte ist da offensichtlich doch nicht gedacht für. Ich weiß nicht, ich find's komisch, weil ich spiele halt vor allen Dingen auf Easy. Ne? Das heißt, eigentlich ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, auf Easy hätte man theoretisch sogar, sind die physikalischen Regeln sozusagen noch ein Ticken leichter
oder man braucht nicht ganz so viel Sprit oder so für alles. Das heißt, würde ich das auf normal spielen, dann wird man mit dem vorgefertigten Mondlande-Ding gar nicht auf Mond landen können. Oder zumindest nicht mehr wegkommen. Warum droppe ich denn jetzt Frames? Okay, bei 3 Sekunden. Tres Sekundos. Okay. Was heißt denn das hier eigentlich? Ich verbrenne gerade Sprit. Apropos F5. So. Dann kommen wir schon mal hier hin. Flight Revert nutzen. Ach so. Okay. Das ist eine Rettungsaktion. Ja, ja. Eine Rettungsaktion, der wir gleich noch eine Rettungs-, für die wir gleich noch eine Rettungsaktion brauchen. Wer sind wir hiervon? Das sind wir. Warte mal. Ja, so. Genau. Wir sind auch hier total nah dran. An ihm oder nicht? Oh. Da möchte ich hin. Das glaube ich besser sogar. Warte mal, nicht ganz so nah. So. Kollidieren wir. Explodieren oder so. Moment, wenn ich ihn hier überhole. Stopp. So, hier habe ich ihn wieder überholt. Richtig? Kann ich dann nicht einfach hier? Hallo? Kann ich nicht? Nee, geht nicht? Okay, schade. Hey, warum kann ich denn? Ach so, das ist er. Ach, er hat mich gerade überholt. Ach so. Er hat mich gerade überholt. Wir sind blau. Ich bin blau. So wie es aussieht. Nicht hier jetzt. Boah, guckt euch das an. Die ist so nah. Nee. Stopp. Die nochmal weg hier. Mach das nochmal weg. So, nochmal. Add-Manöver. Machen wir es hier. Das ist nicht so easy peasy. Oder? Jemanden aus dem Orbit zu retten? Guck mal, das ist doch hier fast nebenan. Trotzdem. So nah und doch so fern. Ja eben. Das ist doch irgendwie komisch. Na, bin ich denn deppert oder was? Was ist denn das für eine Millimeterarbeit hier? Oh ne. Target. Wir wären da, er wäre da. Nee. Sehr seltsam. Ich krieg's nicht hin. Im Film machen die das einfach per Anhalter, ja eben.
Schwieriger als Rendezvous ist nur noch danach zu docken. Hör bloß auf. Ja, jetzt bin ich jetzt schon hier. Also, ich krieg das nicht hin vernünftig. Hier, das in die Nähe. Guck mal. So, dann mache ich jetzt. Da gehe ich jetzt hin. Dort gucke ich mir jetzt an. Warum das nicht funktioniert. Und das so nah dran ist. Du musst beide Bahnen perfekt aneinander anpassen. Okay. Ich mach das jetzt nach dem Annäherungsprinzip. Einmal warpen, bis wir da sind. Stopp. Bei 4 Sekunden gebe ich Gas. Schwerste, was es gibt, ja offensichtlich. So. Muss nur aufpassen, dass ich nicht gleich hier noch in den Mond stürze, ne? So. Wenn wir hier sind. Manöver. Das ist gut. Das nicht so. Ach Gott. Ah, Mist. Krieg die den Orbit nicht angepasst. Offensichtlich. Denn der muss ja kleiner, aber ich krieg den irgendwie nur. Stopp. So, das ist fast. War nur fast. Das sind nochmal 7 Sekunden und ich habe jetzt hier echt gleich keinen. Sprit mehr. Ich hab keinen Sprit, Jong. Okay. Ich brauche einen unendlich viel Sprit-Cheat. Ich hol mal gleich meinen Game Genie raus. Guck mal. Wie nah. Wie nah das da ist. Wir können uns schon fast knutschen hier. Kann ich ihn sehen? Da! 2,6 Kilometer! Das kann doch nicht wahr sein. Machst du einfach manuell? Pff, wie soll ich das denn manuell? Ich hab sowieso nur noch 3,3 Liter. Versuchst die ganze Zeit mit deiner Maus über die Notes zu gehen, um die... Sehr gut. Blöd, dass der Sprit aufgebraucht ist. Eben. Und das ist halt was ich nicht verstehe mit einem Schiff, das dafür gemacht ist, auf dem Mond zu landen. Ich habe ja hier im Prinzip nur den Crew-Hatch reingenommen. RIP Valentina. Ja. Jetpack zum Schiff. 2,9 Kilometer mit dem Jetpack. Bist du sicher? Das wird sogar noch knapper. Ne, 5,8. Ich komme ja sowieso nicht weg. Warte mal, ich save mal. F5. 2 mal All. Für 2 Leute im All. So, aber ich muss ja theoretisch zu ihm, ne? Er muss ja. Das heißt... Space Center? Jetzt noch nicht. Wann denn? Mal näher kommen sie nicht.
Das andere war 5, Tracking Station. Moon is a Moonface. Fly. Sau schwierig ist das. So. Da. Ich wette, ich komme gar nicht mit dem Jetpack dran. Fliegt halt immer weiter. Ich habe noch ein bisschen Sprit, habe ich hier, glaube ich, sogar. Das heißt, wenn ich mehr oder weniger hier bin, mal gucken. Was muss ich denn machen? Das rausziehen? Nee. Ein bisschen. Nee. So? Nee. Vor allem, weil das da wegspringt. Das ist... fast so richtig, ne? Aber nur so, so fast. So. So wäre ich auf jeden Fall exakt auf der Linie, aber dann sind wir mehr oder weniger am weitesten voneinander entfernt. Aber dann müssen wir die Zeit quasi nur noch machen lassen. Vielleicht. Moin Schweier! Moinsen! Millisekunden müsste ich hier nur anpassen. Mal gucken. Versuchen können wir es ja. Mit 0,1 Sekunden. Note Burn Time. Nee. 0, doch, ich habe 0,1 Sekunde Delta V. Tatsächlich. Wir brauchen einen neuen Timmy. Wir bauen einen neuen Jebby. So sieht's aus. So langsam. Ich habe gerade eine Rettungsmission gestartet und muss gleich eine Rettungsmission, eine dritte Rettungsmission, eine zweite Rettungsmission losschicken. Das war's. Das ist alles, was ich kann. Och Gott. Das war mein ganzer Sprit, den ich hier noch hatte. Fünf Kilometer. Okay. Ich bin langsam gut genug, um Live-Support-Mod. Ja, bevor ich Mods hier installiere, spiele ich das Spiel erstmal durch. Die nächste Stufe wäre überhaupt eine andere Schwierigkeitsstufe wahrscheinlich. Aber ich muss das ganze Spiel ja erstmal beherrschen lernen. Fährst in 15 Minuten easy. 5 Kilometer laufe ich in 15 Minuten easy. Also, so dahin, fly. Stand da destroy? Kann ich aus der Ferne die Raketen kaputt machen oder was? Das ist ja eine Schweinerei. Wow. So. Was macht denn die Note hier? Nee. Weg damit. Genau, Moonie the Moonface. Achso, das ist Target. Ascending. Poapsis. Descending. Verstehe ich immer noch nicht, was dieses Ascending und Descending zu bedeuten hat. So, er ist vor mir. Erstmal.
Speichern wir. Ist ja egal. Er ist vor mir. PTC. Nee, hinter mir. Hinter mir ist er. Nee. Okay, jetzt sind wir schon da. Alter. Ja. Kann doch nicht sein. Das kann doch nicht so schwierig sein, oder? Irgendwo ist hier noch ein... Achso, das muss ich auch noch löschen. Moment. Jetzt habe ich hier wieder die Anzeige nicht mehr drin. Oh. Ja. 200, was wie 217? Was? Hä? Weg da. Hä? Wieso habe ich denn jetzt hier zwei? Jetzt habe ich hier zwei Manöver? Das macht doch gar keinen Sinn. Hallo Modo, ich versuche gerade einen Körben zu retten. 2,3 Kilometer. Im All. In der Mondumlaufbahn. Okay, ich habe eh keinen. Ich habe eh keinen Fuel mehr. Uptime, Girl. Seit 5 Stunden und 20 Minuten. Schwimmen? Nee. Schwimmen? Fliegen. Hallo übrigens, Modo. So. Das ist hier der Körbel, mit dem wir vorhin auf dem Mond gelandet sind. Und da hinten sind wir die Rettungsmission. Das Problem ist, die Rettungsmission hat selbst kein Sprit mehr. Die hat kein Sprit, Jung. Jetzt können wir eigentlich das hier wegwerfen. Brauchen wir ja nicht mehr. Beziehungsweise wir brauchen das ganze Schiff nicht mehr. Stimmt, ich kriege ja auch die ganzen Ergebnisse hier. Kriege ich ja auch gar nicht mehr dahin, ne? Zu ihm. Zum Moonsplorer. Dann brauchen wir einen Bus mit Raketen dran, ja eben. Es gibt heute im Hause Slapstick zu essen. Ich glaube Lasagne. War das eine Art Anekdote für Uptown Girl? Sozusagen. She's been living in my downtime world. So. Ja, dann singen wir mal Let It Go, hä? Lass los. Trau dich. Ja? So. Mal gucken. Sag tschüss. Ey, das geht tatsächlich. Ich glaub's nicht. Es geht tatsächlich. Ich raste aus. Ich muss nur ein bisschen höher. Halt an! Oh Gott. Oh Gott.
Ey, bleib stehen! Valentina! Nein! Ah, Mist. Ey! Oh nein, oh nein. Nein! Oh, Kacke. Zu früh gefreut. Sag mal! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo ist sie jetzt? Hä? Ja, toll. Liebe Kamera, ich wäre dir sehr verbunden. Wenn du mich nicht veräppeln würdest. Hä? Irgendwas macht er falsch hier. Der lenkt sich nicht in die richtige Richtung, offensichtlich. Komm, du hast noch 50% Strom. Sprit. Sauerstoff alle, ja, ist nämlich auch gleich das Problem. Der haut hier ab. Ich glaube, wir werden vom Mond angezogen, ist das Problem. So. Ich raste aus. Ja, der Switch, aber für mich ist das Problem. Nee, da kommen wir nicht dran. Zurück. Och Mann. Och Menno. Kann doch nicht sein. Was mache ich denn jetzt? Erstmal was essen. Kamera Free Mode. Oh, hätte ich das mal machen sollen. Ist auch egal. Wink nochmal. Physics. Ja, so sieht's aus, Herb. Physics. Diese verdammten Physics. Wenn die nicht wären. Wir haben ja noch zwei Piloten. Probieren wir es halt nochmal damit, ne? Beziehungsweise nee, natürlich nicht damit. Was wir aber machen können, ist Folgendes. Wir können das Ganze hier mal überarbeiten. So, das machen wir jetzt. So. So. Und so. Genau. Oh, weg damit. Und jetzt können wir die neuen nehmen. Die großen. Mal 6. Das bleibt natürlich. So? Ja, ich glaube schon. Ich würde gerne da irgendwie dazwischen reingucken. So. Da dran. Ist das? Ist, ne? Ist dran. Genau. Und dann natürlich noch größer. Ne? Dahin. So, dann fehlen jetzt hier Motoren. Da hat er vorhin die Reliance gemacht.